Zwei britische Touristen werden von einem Fremden im australischen Outback überfallen. Der Vorfall löst eine der größten Ermittlungen in der Geschichte Australiens aus. Denn es gibt keine Spur vom Täter, keine Mordwaffe und keine Leiche. Wir haben es hier mit einer Nadel im Heuhaufen zu tun. Es könnte nicht schlimmer für uns aussehen. Innerhalb weniger Tage wird eines der Opfer als tatverdächtig beschuldigt. Alle fragten sich, was diese Frau zu verstecken versuchte. Januar 2001 in Sydney, Australien. Es ist die Heimat ikonischer Baukunst und eine pulsierende Metropole. Vor kurzem fanden hier die Olympischen Spiele statt. Zwei britische Rucksacktouristen, der 28-jährige Peter Falconio und die 27-jährige Joanne Lees, sind seit 5 Jahren ein Paar. Sie sind am letzten Ziel ihrer Weltreise angekommen und entscheiden sich für eine Weile in Sydney zu bleiben. Joanne bekam einen Job in einer Buchhandlung namens Dimmicks und Peter fand Arbeit bei einer Firma, die Büromöbel aufbaut. Jeden Tag nach der Arbeit holte Peter Joanne in der Buchhandlung ab und sie trafen sich auf einen Drink mit Freunden um die Ecke. Sie mochten den australischen Lifestyle und hatten sich hier gut eingelebt. Nach 6 Monaten in der pulsierenden Metropole brauchen die beiden einen Tapetenwechsel. Ihr nächster Stopp, die schöne, karge Landschaft in der Mitte Australiens, das Outback. Reisen durch das Outback hat seine Tücken. Es ist vor allem abgeschottet. Wenn dein Wagen eine Panne hat und du in der glühenden Hitze feststeckst, kann es zu einem sehr ernsthaften Problem werden. Es gibt kaum Menschen dort, also keine Hilfe. Und sollte man tatsächlich auf jemanden treffen, kann das vielleicht ein sehr unappetitlicher Geselle sein. Und da es keinen Durchgangsverkehr gibt, ist man auf sich alleine gestellt. Am Nachmittag des 14. Juli 2001 verlässt das Paar Alice Springs, eine Grenzstadt im Herzen des Outbacks. Sie verließen Alice Springs, fuhren Richtung Norden und hielten an einem Ort namens Tea Tree, um den Sonnenuntergang zu bewundern. Joannes Aussage zufolge hielten sie an, rauchten einen Joint und fuhren weiter. Um ca. 19.30 Uhr bemerkt das Paar Scheinwerfer hinter sich im Rückspiegel. Peter will den Fahrer überholen lassen, doch der Wagen bleibt hinter ihm. Später erinnert sich Joanne, was als nächstes passierte. Aufgrund seiner Gesten sind Peter und ich davon ausgegangen, dass etwas mit unserem Auto war. Vielleicht ein Problem mit dem Auspuff. Das hatten wir schon vorher auf unseren Reisen erlebt. Wir wollten eine Panne mitten im Nirgendwo vermeiden. Joanne gab der Polizei einen ausführlichen Bericht dieses Zwischenfalls. Der Fahrer signalisierte Peter anzuhalten. Das taten sie. Sie hatten eine kurze Diskussion dann noch, ob es sicher sei, den Wagen zu stoppen. Laut Joanne steigt Peter daraufhin aus dem Wagen und bittet sie, drinnen zu warten. Peter sagte, oh, danke fürs Anhalten, mein Freund. Und wirklich, Sie haben Funken aus unserem Auspuff springen sehen? Er bat mich, aufs Gaspedal zu drücken. Dann hörte ich einen lauten Knall.
Joanne dreht sich zur Tür und sieht plötzlich, wie der Fremde mit einer Waffe am Fenster der Fahrerseite steht. Ich konnte nicht glauben, was gerade passiert, und hatte Todesangst. Ich war erschrocken. Joanne erinnert sich, dass der Mann ihr befahl, sich nach vorne zu beugen, um ihre Hände hinter dem Rücken mit Kabelbinder zu fesseln. Peter ist nirgendwo zu sehen. Sie wurde aus dem Wagen gezogen. Es gibt einen Kampf, als er ihr die Beine mit Klebeband fesseln will. Sie wurde am Kopf getroffen und mehr oder weniger zurück in seinen Geländewagen gezogen. Eine merkwürdige Ruhe überkam mich. Ich würde sterben, aber das war okay. Dann plötzlich realisierte ich entsetzt, dass ich nicht einfach so sterben würde. Er würde mich vergewaltigen. Das war für mich der Wendepunkt, der mir das Leben rettete, denn ich wurde wachgerüttelt und sammelte Kraft, um zu kämpfen. Joanne sagt, sie habe es geschafft, sich aus dem Wagen des Fremden zu befreien und ins Gebüsch zu laufen. Ihr Angreifer verfolgt sie im Dunkeln. Er kommt ihr gefährlich nahe, findet sie aber nicht. Irgendwann gibt er auf. Nachdem sie sich 5 Stunden unter einem Busch versteckt, traut sich Joanne endlich heraus und hält einen vorbeifahrenden Wagen an. Sie sieht Peter Falconio nie wieder. Joannes Aussage bei der Polizei löst eine der größten Fahndungen in der Geschichte Australiens aus. Straßensperren werden aufgestellt, während Hubschrauber und Motorräder den Busch absuchen. Sie müssen eine Fläche abdecken, die 6-mal so groß ist wie England und 2-mal so groß wie Texas. Aber sie finden keine Spur von Peter oder seinem Angreifer. Bis schließlich der verlassene Wagen der beiden 185 Meilen von Alice Springs entfernt gefunden wird. Neben ihm die Blutlache von Peter. Die Tatsache, dass wir eine ausgedehnte Suchaktion gestartet haben und keine Spur von ihm entdeckt haben, es könnte nicht schlimmer für Mr. Falconio aussehen. Wir haben es hier mit einer Nadel im Heuhaufen zu tun. Und es gibt kaum einen Heuhaufen, der größer wäre als das Northern Territory in Australien. Die Story zieht weltweite Aufmerksamkeit auf sich. Die internationale Presse bricht über das kleine Dorf Barrow Creek herein. Es sind nun 4 Tage seit der Entführung hier auf Wassenabschnitt bei den orangefarbenen Hütchen vergangen. Die Journalisten sind gierig nach Informationen, aber die einzige Zeugin des Verbrechens will nicht mit der Presse sprechen. Gerüchte machen die Runde, warum Joanne nicht reden will. Schnell wird sie vom Opfer zur Beschuldigten. Für viele scheint ihre Story einfach zu unglaublich, um wahr zu sein. Dass sie behauptet, mitten in der Wüste angehalten worden zu sein und dass ihr Freund verschwunden ist, sie aber nicht wisse, wie oder warum. Und dass sie jemand durch die Wüste gejagt hat, das klang schon etwas unglaubwürdig. Es schien einfach ein überaus seltenes und unwahrscheinliches Ereignis zu sein. Dann, 11 Tage nach dem Überfall, bricht Joanne ihr Schweigen. Begleitet von einem von Peters Brüdern erklärt sie sich bereit, mit der Presse zu sprechen. Ihre Erklärung war kurz und sie verlor dabei nicht die Fassung. Ich fühle mich positiv und stark. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bevor der Mann, der Peter und mir das angetan hat, gefasst wird. Wenn ich diesem Mann eins sagen könnte, würde ich ihn bitten, der Polizei zu verraten, wo Pete zu finden ist. Sie verteidigt sich gegenüber den Spekulationen der Medien, die ihre Geschichte anzweifeln.
Ich habe genug von der Presse, die die Wahrheit meiner Geschichte in Frage stellt. Niemand, der mit mir gesprochen hat, der Kontakt zu mir hat, zweifelt an mir. Es sind nur die Medien, die meinen Aussagen keinen Glauben schenken. Doch ihre äußere Erscheinung lässt Verdacht schöpfen. Es wird gemunkelt, sie entspräche nicht dem Bild einer Frau, die gerade einen Albtraum erlebt hat. Ein solches Verbrechen kommt selten in Australien vor. Im australischen Outback gibt es eine Menge Kameradschaft. In den Gemeinden kennt jeder jeden, deshalb war das hier so ungewöhnlich. Joans stoischer Art und mangelnde Bereitschaft, sich bei den Pressekonferenzen zu öffnen, war leider wie Öl ins Feuer zu gießen. Alle haben sich gefragt, was hat diese Frau zu verbergen? Dreieinhalb Wochen nach dem Überfall kommt Bewegung in den Fall. Laut eines gerichtsmedizinischen Befundes wurde die DNA eines Unbekannten in einem Blutfleck entdeckt, der auf Joannes T-Shirt gefunden. Wir haben DNA auf Joanne Lees Kleidung gefunden und festgestellt, dass es zu einer männlichen Person gehört. Diese DNA passte weder zu Joanne noch zu Peter. Die Entdeckung zieht Joanne für kurze Zeit aus dem Rampenlicht. Und nach 4 Monaten kehrt sie endlich in ihre Heimat England zurück. Doch die Identität des Mannes, dessen DNA auf den Kleidern gefunden wurde, bleibt ein Rätsel. Es vergeht ein weiteres Jahr, bis die Ermittlung einen Schritt weiterkommt. Im August 2002 wird ein umherziehender Drogenschmuggler von der Polizei im Süden Australiens wegen mutmaßlicher Entführung und Vergewaltigung festgenommen. Unser Interesse wurde geweckt von der Ausrüstung, die er dabei hatte. Kabelbinder. Er hatte seine Opfer mit Kabelbinder gefesselt, eine Waffe bei seiner Festnahme getragen und er fuhr einen Geländewagen. Als die DNA des Verdächtigen untersucht wird, stimmt sie mit dem Blut auf Joannes T-Shirt überein. Der Fokus der Sondereinheit richtet sich weiterhin auf die Person, die gerade in Untersuchungshaft ist. Und wir werden einen Haftbefehl für diese Person beantragen, wegen des Mordes an Peter Falconio. Obwohl sie keine Leiche oder Tatwaffe haben, betrachtet die Polizei die DNA-Übereinstimmung als einen stichhaltigen Beweis. Am 14. November 2003 wird Bradley John Murdoch des Mordes an Peter Falconio angeklagt. Im darauffolgenden Jahr findet eine Verhandlung zur Beweisaufnahme in Darwin statt, der Hauptstadt des australischen Northern Territory. Sie soll feststellen, ob die Indizien für einen Strafprozess genügen. Murdoch wurde bereits für nicht schuldig in einem anderen Fall von Vergewaltigung und Entführung in Südaustralien gesprochen. Joanne Lees fliegt zur Verhandlung zurück nach Australien und muss die Veröffentlichung der intimsten Details ihres Privatlebens ertragen. Bei der Anhörung erfährt die Presse, dass Joanne, während sie mit Peter Falconio in Sydney lebte, eine Beziehung mit einem anderen Mann, Nick Riley, hatte. Die jüngsten Enthüllungen kreisen um ihr Verhalten kurz nach dem Überfall. Während die Polizei nach ihrem vermissten Freund Peter Falconio suchte, stand sie in E-Mail-Kontakt mit einem anderen Mann namens Nick. Es hat die Presse völlig überrascht und wurde sofort ein Thema von gewaltigem Interesse. Was die englischen Medien betraf, war die Sache mit Nick Riley der entscheidende Hinweis. Sie hatte eine Affäre mit ihm gehabt. Dass sie nach dem Verschwinden von Peter Falconio ihrem Geliebten noch E-Mails geschrieben hat nach dem Motto »Wollen wir uns nicht in Berlin treffen, sobald ich wieder zurück bin?« war sehr unangebracht.
Die persönlichen Enthüllungen dienen nur dazu, die Gerüchte über Joanne neu zu entfachen. Doch die Polizei betrachtet ihre Affäre mit Nick als irrelevant. Der Fall geht vor Gericht. Am 17. Oktober 2005 reist Peters Familie aus England an. Die Augen der Welt sind auf Joanne und ihr Verhalten beim Prozess des mutmaßlichen Mörders ihres Freundes gerichtet. Als sie reinkommt, ist sie eine verwandelte Frau. Joanne hatte sich sehr verändert. Sie war sich ihrer Erscheinung sehr bewusst. Im Gegensatz zu früher trug sie nun eher konservative Kleidung, normale Röcke, einfache Blusen und so. Versteckte sich jetzt nicht mehr vor der Presse, stellte sich vor das Gerichtsgebäude, ging selbstbewusst an ihnen vorbei und grüßte sie höflich beim Vorbeigehen. Damit sahen wir bei Joanne eine radikale Veränderung im Vergleich zu früher. Sie verhielt sich beim Prozess einwandfrei. Das Verfahren beginnt und die Staatsanwaltschaft muss beweisen, dass tatsächlich ein Mord stattgefunden hat. Sie haben drei wichtige Beweisstücke. Das erste war, dass Joanne Lees einen Schuss wie aus einer Pistole gehört hatte. Da war Blut auf dem Boden und dieses stimmte mit der DNA von Peter Falconio überein. Und Peter Falcone, an seiner Reise ständig in Kontakt mit seiner Familie war, hatte sich nicht mehr gemeldet. Doch es sind alles Indizien. Sogar Murdochs DNA auf Joannes T-Shirt. Die Staatsanwaltschaft muss beweisen, dass Murdoch hinter dem Mord steckt. Sie präsentieren weitere Beweise. Ein Überwachungsvideo von einer Tankstelle in Alice Springs. Die Aufnahmen wurden um Mitternacht am Tatabend gemacht. Sie behaupten, es beweise, dass Murdoch zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Abgesehen von der DNA und besonders der Stelle auf der Rückseite von Joanne Lees T-Shirt, war noch etwas anderes entscheidend für die Staatsanwaltschaft. The CCTV at the truck stop. Joanne Lees hat einen Mann beschrieben und das Phantombild ihrer Beschreibung sah dem Mann auf dem Überwachungsvideo an der Tankstelle sehr ähnlich. Mr. Murdoch sagte, das sei er nicht, doch der Staatsanwalt war anderer Meinung. Die Bilder des Überwachungsvideos waren im besten Fall unscharf. Deshalb wurden Experten einberufen, um einen Vergleich zwischen dem Mann auf dem Video und Bradley Murdoch anhand von Körperproportionen zu machen. Und auf Grundlage dieses Beweises mussten wir akzeptieren, dass der Mann auf dem Überwachungsvideo Bradley John Murdoch war. Trotzdem reichen das Überwachungsvideo und die DNA auf Joannes T-Shirt nicht, um Murdoch als Täter zu überführen. Deshalb präsentiert der Staatsanwalt einen noch wichtigeren Beweis. Die Handfesseln, die benutzt wurden, um Joannes Hände zusammenzubinden. Die Entdeckung seiner DNA im Inneren des Kabelbindermaterials haben ihn nicht nur mit Joanne Lees in Verbindung gebracht, sondern auch mit dem Verbrechen an sich. Denn die Kabelbinderfesseln waren ein Hauptbestandteil des Verbrechens. Doch der DNA-Beweis der Handfesseln ist umstritten. Soweit ich verstand, musste die winzige Menge DNA, die gefunden wurde, in einem Labor vergrößert werden. Und genau dieser Prozess wurde in Frage gestellt. Die DNA, die der Staatsanwalt erhalten hatte, war von sogenannter niedriger Konzentrationszahl. Sie soll in oder auf den Handfesseln oder Kabelbindern gefunden worden sein, mit denen Joanne Lees gefesselt wurde. Soweit ich weiß, war es das erste Mal, dass diese Technik in einem Strafprozess in Australien benutzt wurde. Auf jeden Fall das erste Mal in einem Mord.
Es ist eine Technik, die von einigen Pionieren im Bereich der forensischen DNA-Analyse entwickelt wurde. Im Kreuzverhör zweifelt die Verteidigung die Genauigkeit der Technik an, die als niedrige Kopienzahlanalyse bekannt ist. Es gab einige Fälle weltweit, in denen diese Art von DNA verwendet, aber dennoch nicht als Beweis zugelassen wurde, weil es zu viele Fragen offen ließ. Aber in diesem Fall wurde es akzeptiert. Am Ende des Tages traf der Vorsitzende Richter keine Entscheidung dafür oder dagegen. Wie sonst bei Fällen mit derartigen Streitpunkten belehrte er die Jury, alles gut abzuwägen und überließ ihnen die Entscheidung. Die Verteidigung pausiert. Trotz der zwingenden Beweise ist die Verteidigung überzeugt, mit einem Volltreffer zurückschlagen zu können. Sie konzentrieren sich auf Drans ursprüngliche Aussage bei der Polizei. Sie behauptet, Murdoch habe ihre Hände hinter ihrem Rücken gefesselt. Aber der Fahrer, der sie nach dem Angriff von der Straße aufliest, sagt, dass ihre Hände vor ihren Körper gebunden waren. Die Verteidigung sagte, sehen Sie, es ist unmöglich, die Hände vom Rücken nach vorne zu bewegen. Während des Kreuzverhörs wurde dieser Punkt angesprochen und Mrs. Lees sagte, dass es an der Zeit sei, diese Fähigkeit zu demonstrieren. Gab es eine Vertagung am Ende der Befragung der Verteidigung? Sie ging in ein anderes Zimmer, zog sich ein paar Wanderhosen an und fesselte ihre Hände hinter ihrem Rücken mit einer Krawatte. Dann wurde sie wieder mit den Händen hinter ihrem Rücken gefesselt in den Zeugenstand gebracht und die Prozessbeteiligten kamen herein. Es war, als hätte die Zeit für sie stillgestanden an diesem Punkt. Sie stand unter enormem Druck. Sie saß auf dem Boden, bewegte ihre Hände hinter ihrem Rücken nach vorne und das war's. Es ist die Wende im Prozess. Endlich schenken die Menschen der Aussage von Joanne Glauben. Am 37. Prozesstag um 12.50 Uhr verlässt die Jury das Gericht, um zu einem Urteil zu kommen. Joanne wartet mit der Falconio-Familie. Nur 8 Stunden später kehrt die Jury mit einem einstimmigen Beschluss zurück. Es ist das Ende einer 5-jährigen Odyssee für Joanne. Er war schuldig, überschuldig, schuldig, schuldig, sodass ich nur ahnen kann, was zu diesem Zeitpunkt in ihr vorging. Eine Rehabilitation vor all den Leuten, die jemals an ihr gezweifelt hatten. Bradley John Murdoch wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Es ist vorbei, ich kann weiterleben. Er wird niemals mehr in der Lage sein, jemand anderes zu verletzen. Er hat mir 5 Jahre meines Lebens genommen und ich werde ihm nicht erlauben, noch mehr davon zu stehlen. Alles, was jetzt noch fehlt, ist Joannes Auftritt vor der Presse, die so lange an ihr gezweifelt hat. Ich denke, das Beeindruckendste war die Ansprache an die Medien danach. Die Presse versammelte sich am Fuß des Gerichts und die Falconio-Familie trat hervor und Joanne gab eine Erklärung ab. Ich glaube, Peters Bruder wollte zuerst sprechen, doch Joanne unterbrach ihn und sagte, nein, ich möchte zuerst sprechen. Und dann äußerte sie sich. Mit dem heutigen Tag endet eine qualvolle Zeit für mich und die Familie Falconio. Dies wird uns ermöglichen, einen weiteren Schritt im Trauerprozess um Pete zu machen. Wir bitten Sie nun, uns etwas Abstand und Privatsphäre zu gewähren. Das war ein sehr intensiver Moment und es war wie Jahre voller Arbeit, die nicht nur Joanne geleistet hatte, sondern auch die Falconios durchleben mussten und all die Journalisten. Es war alles so plötzlich zu einem Höhepunkt gekommen. Dennoch bleibt eine Frage offen. Wo ist Peters Leiche? Wir sind mit dem Urteil zufrieden. Allerdings wird es uns Peter nicht zurückbringen. Das war eine sehr lange und schwierige Zeit für uns. Und das Wichtigste ist jetzt, Peters Leiche zu finden.
Wenn es darum ging, Peter Falconios Leiche zu finden, war das fast unmöglich. Als Bradley John Murdoch den Tatort verließ, fuhr er zurück nach Alice Springs und dann quer durchs Land nach Broome. Das ist ein Riesengebiet. Wir sprechen über ein Gebiet halb so groß wie Europa, wo die Leiche sein könnte. Bradley John Murdoch ist die einzige Person, die das Rätsel lösen kann. Er hat seine Schuld niemals gestanden. Er hat niemals eine Andeutung gemacht, dass er verantwortlich war und wohin er Peters Leiche geschafft hat. Falls er irgendwelche versöhnenden Charakterzüge hätte, würde ich ihn dazu ermutigen. Bis heute beteuert Murdoch seine Unschuld. Und Peter Falconios Leiche wurde nie gefunden.